Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video, Freunde. Ihr seht es im Hintergrund, wir sitzen hier gerade in unserem Gaming-Setup. Junge, was geht denn da? Boah, zwei Pferde. Aber. Hä? Okay, riecht irgendwie voll verbrannt. Ist das mein Ofen? Okay, wir machen mal aus. Hä? Ist ganz komisch, hä? Brennt mein Haus oder so? Warte, wir gehen mal ganz kurz gucken. Wir sind hier gerade, by the way, in einer komplett neuen Welt, Freunde. Dahinter hat sogar Max sein Haus. Ich glaube, der ist auch gerade zu Hause. Aber irgendwas friecht hier. Was ist das denn? Ist das Lava? Das ist Lava! Hä? Warte mal, wir gehen mal ganz kurz gucken. Bro, was geht denn jetzt ab? Das ist Lava zu... Nee, warte. Max? Max? Hallo? Max, bist du zu Hause? Ey, als ob der jetzt nicht da ist. Hallo? Boah, immer diese Spinnen, die angreifen. Oh. Ey, Junge, Max, Mann! Komm mal schnell mit. Ich muss dir was zeigen. Was denn hier? Riechst du das nicht? Hast du einen ziehen lassen? Nein, ich habe keinen ziehen lassen. Komm mal mit. Okay. Bro, ich war gerade auf chillig auch am Zocken. Guck mal gerade aus. Hä? Komm mal mit. Hä? Ist das ein Sonnenaufgang? Nein, das ist kein Sonnenaufgang. Alter, das ist Lava, Junge. Guck dir das mal an! Oh mein Gott! Das ist ein Tsunami! Ey, das ist ein Lava-Tsunami! Ey, Bro, oh mein Gott, ich hab gerade mein Haus fertig gebaut. Okay, komm! Oh! Ey, ich muss alle meine Sachen sichern, Ich auch, Lukas! Okay, viel Glück! Ich komm gleich zu dir kurz rüber, okay? Ey, sicher alles, glaub mir, ich wette, das kommt hier rüber! Ja, ich glaube auch! Freunde, was geht hier ab? Ich dachte chillig auf dies, das. Ich wollte heute ein bisschen mein Haus hier einrichten und so. Jetzt kommt da einfach ein Lava-Tsunami und der kommt ja sogar direkt auf uns zu, Junge! Okay, wir müssen mal gucken, wir haben ja wieder unsere Truhen. Okay, wir brauchen ganz viel. Okay, verstärktes Glas haben wir sogar. Sehr geil. Okay, erstmal Werkzeug. Wir haben nicht mal eine Rüstung. Soweit haben wir es noch gar nicht gebracht, Freunde. Ich bin einfach noch nackt, Mann. Okay, Freunde, Regel Nummer 1. Was hilft gegen Lava? Wasser. Wir müssen auf jeden Fall Wasser mitnehmen. Redstone, warum auch immer. Und was haben wir hier alles drin? Eine Door, rostige Leiter, rostige Luke. Wir können uns einen Bunker bauen. Verstärkte Tür, Schiebefalltür. Wir haben Überwachungskameras sogar am Start. Dann können wir draußen noch schauen, was abgeht. Okay, wisst ihr was, Freunde? Wir holen alles, was wir hier finden können, erstmal mit. Stacheldraht, Wooden Spikes. Okay, der bringt uns halt gar nichts, ne? Der bringt uns überhaupt nichts, Freunde. Roadcone bringt uns auch nichts. Ein Alarm. Wir werden auf jeden Fall hinten den Alarm machen, wenn die Lava kommt. Okay, ich glaube, Max ist in seinem Haus. Wisst ihr was? Wir machen es in unserem Haus. Wir müssen auf jeden Fall gleich unser Gaming-Setup abbauen. Okay, wo machen wir? Wir machen am besten an den weitesten Punkt. Ja, hier gehen wir runter. Okay, irgendwo müssen wir einen Eingang machen für unseren Bunker. Oh mein Gott, Freunde. Okay, wir müssen es ganz tief runterbauen. Die Lava lässt wahrscheinlich hier oben irgendwelche Sachen explodieren. Oh mein Gott, wir müssen halt wirklich Vollgas geben jetzt. Aber ich werde den richtig unterirdisch machen. Wisst ihr, was wir auch machen können? Warte mal. Wir bauen jetzt hier ganz kurz. Wir bauen das Ganze hier so und bauen jetzt hier noch eine Luke, die noch weiter runter geht. Einfach für die Sicherheit. Okay, rostige Leiter. Okay, Freunde, ich sag euch ehrlich, ich glaube, wenn wir einen Bunker machen, haben wir echt eine Chance zu überleben. Weil ich glaube, alles, was wir oben platzieren, wird halt einfach verbrennen. Wer es nicht weiß, Lava ist ja echt so übertrieben heiß. Da haben wir gar keine andere Chance sonst. Okay, das bauen wir so. Okay, dann holen wir hier einmal diese riesige Luke, die wir haben. Okay, können wir die jetzt hier einfach hin platzieren? Hä? Wir müssen den Eingang sowieso ein bisschen stärker machen. Der ist noch aktuell viel zu schwach. So, das werden wir alles mit Steinen einbauen. Okay, wir gehen mal ganz kurz schauen, wo ist die Lava? Okay, sie ist immer noch da hinten, aber sie breitet sich halt echt immer weiter aus, Freunde. Oder? Die ist da vorne gekommen. Das Ding ist schon weiter vorne. Oh mein Gott, Freunde. So. Bro, wie... Ah, ich kann sie nicht platzieren wegen denen hier. Okay, jetzt aber. Bam. Okay, da haben wir sie. Ganz wichtig, was wir machen müssen. Für unseren Bunkereingang. Stein drumherum. Wenigstens für den Eingang. Die Luke muss auf jeden Fall dicht halten. Wenn da gleich Lava reinkommt, Freunde, dann ist halt vorbei. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir machen hier alles aus Stein jetzt zu. Weil ich glaube, Erde verbrennt viel, viel schneller als Stein. Aber, oh mein Gott, Freunde. Junge, denkt ihr, Max wird's überleben? Ich kann es gar nicht einschätzen, ne? So. Oha, Junge. Okay, wir können sogar am Ende... Können wir hier sogar zubauen. Okay, wir müssen hier oben alles massiv aus Stein bauen. Ich glaube, das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Alles komplett massiv aus Stein. Ich sag euch ganz ehrlich, Freunde, diese ganzen Bücherregale und was wir haben... Ist scheißegal, das können wir alles im Nachhinein noch holen. Okay, unser Gaming-Setup, das müssen wir sichern. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Okay, was können wir dafür da lassen? Hier, die brauchen wir nicht. Und das brauchen wir auch nicht. Okay, das holen wir mit nach unten. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Bunker. Wir müssen unten weiterbauen. Wobei, oh mein Gott, ich habe den Masterplan, Freunde. Wisst ihr, was wir machen? Um diese Box rum, wo wir das Ganze hier hinbauen, wir werden Wasser platzieren. Oh mein Gott. Wir bauen jetzt quasi ein Haus in unserem Haus. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, das wird krass. Das wird sehr krass. Okay, das Bett müssen wir am Ende mit nach unten holen. Ganz wichtig. Okay, das bauen wir einmal alles weg. Weil ihr seht schon, Freunde, Holz, es wird sofort verbrennen.
Holz wird direkt verbrennen. Oh mein Gott, Junge, das wird der krasseste Einstieg überhaupt. Okay. Okay, wir machen das jetzt hier genau so. Komplett mit Stein. Einmal. Und es muss wirklich bis zur Bunkertür runter Wasser kommen. Ganz, ganz wichtig. Ja. Boah, es wird... Junge, es wird zu strong am Ende. Warte, dann müssen wir das noch eins weiter bauen. Und hier ziehen wir dann die Wand so. Boah, Bro. Das wird insane. Das wird insane, Junge. Keiner wird irgendwas machen können. Okay, zack, zack, zack. Und jetzt haben wir wie so einen Kreis hier drum. Okay, Feuerlöcher weg. Jetzt haben wir wie so einen Kreis hier drum, wo alles voll mit Wasser sein wird. Bam, bam. Okay. Oh, Bro, die Base ist so krass. Und wir haben gerade einfach erst angefangen. Okay, wir bauen jetzt alles zu. Jetzt haben wir einen Raum in einem Raum drin quasi. Und hier machen wir jetzt Trick 17. Ich zeige euch das jetzt mal. So, jetzt platzieren wir da oben. Okay, irgendwo sterben gerade Zombies. Hä? Deine Mission, Junge. Und hier oben platzieren wir jetzt Wasser. Pass mal auf. Hier wird das Wasser platziert. Und das wird dann einmal komplett runter. Oh mein Gott. Und alles ist dann in Wasser eingehüllt. Es ist so strong. Die Blätter müssen wir noch wegmachen. Das wird am Ende verbrennen. Okay, das reicht ja. Da kommt schon alles durch. Und der Baum muss auch weg. Weil das wird auch verbrennen. So, und let's go. Wisst ihr was? Wir machen die Tür weg. Ich gehe gleich nochmal kurz zu Max. Aber ansonsten können wir die Tür wegmachen. Und dann haben wir es. Das machen wir auch noch kurz weg. Und platzieren Wasser. Alter, es ist so eine starke Taktik. Oh mein Gott. Jetzt ist hier unten alles voll mit Wasser. Es ist alles voll mit Wasser, Freunde. Oder wisst ihr was? Wir rasten richtig aus. Oh mein Gott. Wir werden alles voll mit Wasser machen, Junge. Unendliche Wasserquelle ist die Meter, Junge. Und da oben auch. Sobald jetzt hier Lava kommt, ist vorbei. Okay, hier holen wir nochmal mit. Und Abfahrt. Das kann ja ruhig runterfallen, ist kein Problem. Und dann haben wir es. Alter, es ist ja so strong. Okay, Freunde, was wir jetzt noch brauchen, wir legen mal ganz kurz den ganzen Müll raus, weil das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen keine Steine und nichts. Okay, wir müssen jetzt wirklich Gas geben und langsam runter den Bunker bauen. Wir müssen den ja, glaube ich, gar nicht so krass tief bauen, Freunde. Okay, wir holen mal hier. Oh, wir haben eine Treppe, schon mal sehr strong. Wir gehen einmal vors Haus. Was noch ganz wichtig ist für gleich. Überwachungskameras müssen wir noch platzieren. Warte mal. Wo haben wir sie? Okay, hier 10 Stück. Okay, wir machen hier eine hin. Machen hier eine hin. Machen hier. Ah, nee, ans Holz ist egal. Wir machen die dahin. Und was wir machen, Freunde. Glas schmilzt ja auch erst bei einer ganz, ganz krassen Temperatur. Wir machen hier oben noch eine hin. Okay, und Cobblestone und Kameras. 1, 2. Oh mein Gott, wir machen einen richtigen Kameraturm. 1, 2, 3, 4. So können wir sogar noch zu Max gucken. Und haben alles im Blick, Freunde. Und ich sag euch ehrlich, Glas wird nicht schmelzen. Okay, wir müssen jetzt echt Gas geben, weil. Oh mein Gott, sie kommen doch näher, Junge. Okay, wir gehen rein. Wir gehen in den Bunker rein. Wir können schon runtergehen. Okay, ich muss was essen, sonst sterben wir hier. Dann würde ich sagen, Freunde, machen wir hier auch noch eine Kamera hin, weil das hier ist dann so der Zwischenschritt. Und dann würde ich sagen, rasten wir jetzt hier richtig aus. Jetzt gehen wir richtig nach unten. Wir brauchen hier noch irgendwelche... Okay, Indoor-Türen. Bam. Oh. Yo, okay, let's go. Und Freunde, wir haben Spiraltreppen. Okay, können wir auch mal ausprobieren. Hä? Wie kann man die... Oh, die kann man nur einen Block tief machen, oder was? Okay, warte, warte, warte. Die müssen wir ausprobieren. Okay, ne, irgendwie geht's nicht. Aber okay, Freunde, Tür machen wir zu. Und von hier machen wir dann die High Security Zone. Das heißt, das hier... Boah, Junge, wie krass ist das? Das hier wird dann wirklich die absolute Endlevel-Absicherung. Wenn wir hier runtergehen, hier wird dann unser Atomschutzbunker. Okay, oh mein Gott, wir müssen wieder mit der rostigen Leiter arbeiten hier. So, zack, zack, warte mal. Die Frage ist, müssen wir so tief überhaupt? Ne, eigentlich nicht, oder? Okay, klein bisschen gehen wir noch runter, aber so tief, Bro. Also eigentlich müssten wir jetzt übertrieben safe sein hier. Zack, zack, zack. Ich habe halt keine Ahnung. Oh, wir haben die Überwachungskameras vergessen. Ich habe keine Ahnung, wie weit die Lava jetzt schon ist. Oh mein Gott, warte, ich gehe nochmal ganz schnell hoch. Wir müssen schnell die Kameras einstellen. Freunde, die Zeit fliegt. Es kann halt jeden Moment sein, dass die Lava kommt. Okay, wir gehen noch einmal komplett hoch. Bro, wie krass ist unser Aufgang. Uns kann ja gar nichts passieren. Okay, hier werden wir es so machen, dass wir hier so raus können. Okay, okay. Oh mein Gott, Bro, sie ist schon übelst nah. Okay, warte, wir müssen Max schnell Bescheid sagen. Max, Max, Max! Hallo? Max? Jo, was ist der denn am Bauen? Okay, anscheinend ist Max schon sicher. Wir gehen zurück. Bro, die Lava ist ja instant da. Okay, warte, warte. Haben wir den Monitor dabei? Ja, wir haben den Monitor dabei. Wir haben komplett vergessen, die Kameras anzulernen. Okay, warte, wir machen das schnell noch. Zack, okay. Okay, schnell Monitor. 1, 2, 3, 4. Okay, die Kameras oben haben wir. Bro, die Lava, oh mein Gott, es kommt... Junge, es kommt jetzt! 2. Komm, 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 komm. 3. Komm, komm, komm. Junge, was ist das? Und 4. Und rein da. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Wasser ist übel stark, aber Junge, es ist so langsam. Okay, noch einen. Noch einen und wir machen die Luke zu.
Okay, Luke ist zu, Freunde. Okay, wir müssen was essen. Die fette Tür machen wir auch zu. Und dann gehen wir in den Atomschutzbunker und machen das auch noch zu. Okay, Freunde, hier sollten wir erstmal sicher sein. Wir können jetzt jederzeit reingucken in den Kameras, wo die Lava gerade ist, okay. Oh mein Gott, sie ist direkt neben uns. Okay, Freunde, Junge, die Lava ist jeden Moment da. Okay, wir müssen noch eine Sache gerade schnell machen. Wir gehen hier nochmal ein bisschen doller rein und machen hier noch so eine von diesen Hightech-Türen. Okay, wobei, die sieht nicht so sicher aus, oder? Oh, wir haben verstärkte Türen. Okay, die sind geil, die sind geil, die sind geil, die nehmen wir. Okay, zack. Noch eine. Und wir haben noch eine. Okay, und das hier wird dann unser Secure-Raum. Ich werde hier auch wieder alles voll mit Wasser machen. Bro, ich hätte Max so gern gesagt, dass er auch Wasser macht, aber er... Ich hoffe mal einfach, er kriegt's hin, ne? Okay, Gott sei Dank haben wir Seelaternen dabei, sonst wäre vorbei gewesen. Und okay. Wir machen kurz unendliche Wasserquelle. Okay, wir müssen es hier überall hin machen. No, 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 komm. Komm, 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 komm. Bam. Okay, wir sind safe. Alles um uns rum ist wieder Wasser. Oh nein, wir haben das vergessen. Ah ne, wir haben es hier. Okay, wir machen das. Ja, Freunde, Zaun brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, in diesem Raum hier... Ups. Und okay, Freunde. Hier sollte generell nichts durchkommen. Ich mache hier noch kurz die Alarmanlage hin, wenn es soweit ist. Okay, Freunde. Oh mein Gott, die Lava kommt näher. Hä? Max ist noch draußen! Bro, was ist deine Mission? Warte, wir müssen ganz schnell hochgehen. Hä, ist er dumm? Er kommt zu meinem Haus. Bro, warum? Hallo, Max? Max, Max, Max? Lukas, Lukas, was machst du hier, Junge? Bro, Bro, hast du mal geschaut, was hier draußen abgeht? Ja, ich sehe es, ich habe Überwachungskameras. Jemand, Alter, Alter. Hast du ein Haus? Ich doch mal von dir, komm her, komm her, komm her. Von dir verabschieden. Wie verabschieden? Alles gut, ich gehe jetzt in meinen Bunker. Oh mein Gott, es ist um uns rum. Wir sehen uns morgen, wenn das Ganze vorbei ist. Ey, ich komm vorbei, okay, viel Glück. Okay, danke dir. Oh mein Gott. Tschüss. Bro, ist der lebensmüde oder was? Okay, wir machen ganz schnell alles zu, wir machen ganz schnell alles zu und gehen runter. Okay, und die letzte ist auch zu. Und dann mal gucken, wir machen hier auch zu. Oh mein Gott, der Alarm geht an. Oh mein Gott. Okay. Okay, 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 wir gucken. Kamera ist kaputt. Meine Kameras sind kaputt. Oh mein Gott. Bro, das ist genau über mir alles. Ist genau über mir. Oh mein Gott, man sieht nur noch Lava. Mein ganzes Haus ist jetzt voll mit Lava. Okay, 6. Auch komplett voll. 8. Auch komplett voll. 7. Auch komplett voll. Okay. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott, Freunde. Okay. Ich muss eins nach oben gehen. Wir gehen eins nach oben. Bro, dieser Alarm ist so laut. Okay, hält es hier alles stand? Wir müssen einmal kurz gucken, ob es stand hält. Okay, noch ist meine Bunkertür sicher. Ich höre über Lava. Wow, was geht denn jetzt? Oh mein Gott, okay, wir gehen raus. Ich habe die Tür aufgelassen, ich habe die Tür aufgelassen. Warte, 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 komm. Ich kann die Tür nicht mehr zumachen, es ist kaputt. Oh mein Gott, Bro, meine ganze Luke ist oben alles im... Hä? Oh mein Gott. Okay, die Tür kann man zumachen. Auch mit Wasser. Okay, wir gehen ganz runter. Yo, was explodiert da denn? Was explodiert da oben denn? Okay, alle meine Kameras sind kaputt. Ich kann nichts mehr gucken, hier. Was war das für eine Kamera? An der Seite vom Haus, es explodiert die ganze Zeit was. Bei mir? Hä? Okay, ich gehe nach oben. Yo, was ist das denn? Hey, warum explodieren hier Sachen? Oh mein Gott, okay, wir bleiben unten, ich gehe gar nicht mehr hoch. Hey, der Alarm geht die ganze Zeit an. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Auch 8 ist kaputt. Okay, 7 ist noch da. 7 ist noch da. Ey, Freunde, mein ganzes Haus komplett kaputt, Junge. Ich hab das bestimmt 5 Stunden lang gebaut oder so. Ihr habt's gesehen mit Toiletten, dies, das und jetzt ist alles kaputt. Ich hoffe nur, dass bei Max noch alles okay ist. Okay, Kamera 6. Ey, ich will sehen, wie mein Haus aussieht. Ich will sehen, wie mein Haus aussieht. Okay, die Außenwand steht auf jeden Fall noch, Freunde. Ey, ich kann gar nicht mehr zu anderen Kameras wechseln. Es geht gar nichts mehr. Oh mein Gott. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir machen die weg. Wir machen hier noch so eine Tür hin. Sicher, sicher. Aber okay, warte, wir gehen in unseren Safe Room. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Wo ist mein Kameramonitor hin? Hä? Es explodiert wieder irgendwas. Wo ist mein Kameramonitor? Er ist kaputt. Wahrscheinlich, weil alle meine Kameras kaputt sind, Freunde. Bro, was geht ab da oben? Okay, ich sehe, da ist immer noch Wasser. Bis jetzt ist da noch Wasser. Okay, ich mach zu. Ich muss auf Nummer sicher gehen. Wobei, warte mal. Okay, Feuerlöcher machen wir noch hin. Nee, das ist unser Monitor. Ey, es ist explodiert einfach alles, Freunde.
die Heizung in unserem Haus und egal was. Alles geht gerade in die Luft. Oh mein Gott! Mach das Tor wieder zu! Mach das Tor wieder zu! Bro, was soll das Tor geht auf? Es geht nicht zu! Jetzt! Okay. Ich glaube auch für den Raum ist vorbei. Oh mein Gott, komm, geh zu, geh zu, geh zu. Okay, auch zu. Okay, Freunde, aber es kommt immer noch nichts bis hierhin. Ey, was geht hier heute ab, Junge? Auf einmal kommt da so ein Lava-Tsunami und ich muss mir einen Bunker bauen. Ich habe doch gar keine Ahnung, wie das funktioniert hier. Aber ich sag euch ehrlich, bis jetzt... Oh ja, okay, was? Wie kommt die Lava dahin, Junge? Okay, wir machen zu, wir machen zu, wir machen zu. Wow, ich habe die Tür vergessen. Nein, komm. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir bleiben jetzt im Raum. So wie es aussieht, werden wir es überleben, oder? Was soll uns hier passieren? Selbst wenn die Lava jetzt vor uns im Raum kommt, eigentlich sind wir safe. Ich sag's euch ehrlich. Oh, Freunde, ich überlege gerade, sollen wir uns weiter runterbauen? Eigentlich wäre schlauer, sich noch weiter runterzubauen, oder? Wir können uns hier theoretisch auch weiter... Bro, es lässt wirklich... Dieser ganze Tsunami lässt alles explodieren, Bro. Okay, warte, warte, warte. Ich will wissen, was da abgeht. Ich höre das... Okay, mein Wasser arbeitet. Unser Wasser arbeitet, Freunde. Wichtig, Junge. Warte. Ich guck einmal oben rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Unser Wasser ist die Meter. Unser Wasser ist die Meter, Freunde. Junge, wir haben einfach den krassen Bunker überhaupt. Okay. Oh, Lava! Okay, wir gehen runter. Wir müssen runter. Wir müssen runter. Oder? Kannst hier durch, durch die Tür? Nee. Na. Ich habe die falsche Tür aufgemacht. Oh mein Gott, ich bin so doof. Okay, komm, komm, komm. Nee, es ist so dumm. Wir bleiben oben. Oben ist Wasser. Da kann es eigentlich gar nichts passieren. Nein! Woher denn, Junge? Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Ich kann das nicht abbauen. Ich habe das verstärkte Glas gebaut. Oh, Freunde, es kann nicht sein. Oh mein Gott. Ich dachte, unser Bunker wäre perfekt. Warum gehe ich nach unten? Warum habe ich mich gerade nach unten gebaut? Wäre ich einfach in diesem einen Raum stehen geblieben, wo Wasser um mich rum war, ich hätte safe überlebt, Freunde. Oh. Das ist so lost. Warum wollte ich mich nach unten bauen? Ich hätte einfach da drinnen bleiben können, Freunde. Aber okay, Freunde. Ob Max das Ganze überlebt hat, ich habe keine Ahnung. Müsst ihr in seiner Folge mal abchecken. Da könnt ihr es auf jeden Fall sehen. Aber eins weiß ich. Im Bunker bauen bin ich nicht der Beste. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Freunde. Ciao. If you want one, now you coming with a paper. I ain't testing shawty.